Hier ist Christian Hemschemeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir das Thema Recht haben wollen. Ein Klassiker. Immer wieder, muss ich auch sagen, immer wieder neue Einsichten habe. Ganz kurz vorab noch, jetzt geht die Selbstliebe Challenge Advanced los im Februar. Und es gibt immer noch ein paar Tage Zugriff auf den Liebeship Pro-Kurs. Genau. Also, dieses Recht haben wollen ist einer der vielen Hauptflüsse der Toxizität, also sowohl wer sich da gerade im Pluspol oder Minuspol befindet, als auch in ganz normalen Beziehungen. Vielleicht fangen wir da mal an. Ja, beim ganz normalen Beziehungsstreit, was da immer gerne, ja, was weiß ich, dann sagt man, ja, du hast ja gestern, also wir reden jetzt mal gar nicht von Gaslighting oder sowas. Weiß nicht, du hast ja, keine Ahnung, du hast ja das und das gesagt irgendwie gestern auf der Party, als wir schon 3 Gläser Bier getrunken haben und dann, nee, habe ich gar nicht, weißt du, nee, das war anders, die hat das gesagt und ich habe dann das gesagt und dann, ja, aber das kannst du auch so nicht so machen, doch, war aber gar nicht so oder habe ich anders gemeint oder was weiß ich. Geht darum, der eine will nach Timbuktu. Wie kannst du nur noch Timbuktu wollen? Also in Urlaub, ist doch völlig irrsinnig und ist doch eine völlig irrsinnige Idee und nein. Und aber wie kannst du so dagegen sein? Ich dachte, wir sind ein Paar oder warst du letztes Jahr in Timbuktu? Da kann man jetzt nicht nach Timbuktu. Also man kann das eigentlich auf, ja, ganz viele Beispiele jetzt finden, die sicherlich besser sind als diese hier. Ja, ein Teil, dass man so in Streits so ewig festhängt, ist, dass man verzweifelt versucht, Recht zu behalten, beziehungsweise, dass die eigene Sicht der Realität sozusagen bestätigt wird vom Partner. So, ne? Also, oder der Partner, was weiß ich, flirtet vor deinen Augen mit jemand anders und sagst, das geht ja gar nicht, wie kannst du flirten? Und dann, ich habe nicht geflirtet, ich habe nur einmal gelächelt und. Und was wirklich schwer zu ertragen ist, ist, dass wir leben einfach nicht in der gleichen Realität irgendwie, ne? Auch nicht in der Partnerschaft, ne? Ich meine, wir hoffen natürlich, dass es relativ großen Überschnitt gibt. Aber Fakt ist, also Partner 1 lebt auf Planet 1 und Partner 2 lebt auf Planet 2. Und die haben gemeinsame Sphären und je mehr gemeinsame Sphären die haben, aber trotzdem wird es da Dinge geben. Ja, die nur auf deinem Planeten existieren, auf dem Planeten des anderen nicht existieren, so, ne? Und jetzt geht man vielleicht noch zum, das ist ja auch echt ein geiles Thema für mich, dann geht man dann auch zum Paartherapeuten, der lebt natürlich auf Planet 3. So, jetzt sagt der Paartherapeut, sagt jetzt, ja, das ist so und so. So, das kann jetzt wiederum gemeinsamer Grund von allen dreien sein, das kann aber auch sein, dass der jetzt wiederum, eine Sichtweise reingibt, die ja auch ihre eigene Realität hat, so. Und dann geht der Paartherapeut weiter zu seinem Supervisor und dann kommt Planet 4 ins Spiel, so, ne? Und also, ich will jetzt nicht sagen, dass es so beliebig ist, so, aber es ist so ein bisschen das gleiche wie mit diesem Videobeweis, den es gibt in der Bundesliga, ne? Also jetzt denkt man ja so, ja, der Schiedsrichter hat ja nicht genau gesehen, wie es gewesen ist, so, ne? So, geile Idee, dann machen wir noch einen Videoschiedsrichter. So, jetzt kommt der Videoschiedsrichter daher und man sieht ja, es klappt auch irgendwie nicht, ne? So, jetzt kann der mit Video, guckt er die Szenen durch und durch. Und es ist aber immer noch keine absolute Übereinstimmung, dass alle jetzt sagen würden, ja, die Entscheidung des Videoschiedsrichters sind jetzt absolut richtig. Weil das ist auch eine Meinung, die er letztlich hat, ne? Ob das jetzt vollwürdig ist. Könnte man noch ein Obervideoschiedsrichter hinzufügen, aber es wird das Problem nicht lösen, ne? Und so wünschen sich, glaube ich, viele Paare, auch die in Paartherapie kommen,
wünschen sich, dass der Paartherapeut, was wenig hilfreich ist, wie so eine Art Schiedsrichter ist, der deine Meinung ist richtig, deine Meinung ist richtig. Und ein Teil von Paartherapie ist vielleicht manchmal auch zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht eine etwas dysfunktionalere Beschreibung der Realität als jenes. Also ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass man sich da völlig rauswindet, ne? Also man muss, wir dürfen ja auch für uns bewerten. Nur das Problem ist ja, wir dürfen für uns bewerten. Ich darf für mich sagen, so wie du die Welt wahrnimmst, das stimmt überhaupt nicht ein mit meiner Wahrnehmung der Welt. Ich darf das für mich immer bewerten. Ich darf sagen, mir tut es nicht gut. Ich darf sogar sagen, in toxischen Beziehungen, so wie du das bewertest, dass du, wenn du deine Zunge schon tief bei der Kellnerin im Mund hast, dass du sagst, das ist noch kein Flirten, du darfst diese Bewertung haben. Aber ich für mich kann sagen, es ist ja ein Dealbreaker oder eine Grenzüberschreitung oder missbräuchlich oder wie auch immer du hast für dich bewertet. Das darfst du für dich bewerten, so, ne? Schwierig wird's. Wenn was verständlich ist, weil, mein Gott, wir eiern hier so durch die Welt, natürlich hätten wir gern, dass unser Partner unsere Welt sich bestätigt, weil das ist halt das Problem, ist ein total schmerzhaftes Gefühl, dass das Gefühl, dass dein Partner sieht die Welt komplett anders, das ist voll ätzend. Ne? Das ist wirklich total ätzend und fühlt sich da nicht geliebt und ich weiß nicht was und also deswegen kämpfen wir auch so darum, also vor allem das Ego, denke ich, das Ego kämpft da wie besessen drum, ne, Recht zu haben. Also auch erstmal, dass die gleiche Welt sich bitteschön da sein soll irgendwie, weil das halt so bedrohlich ist, wenn das nicht ist, ne? Und es kämpft auch um dieses Recht haben, dass endlich mal jemand sagt, ja, du hast Recht und das ist genauso und ja und das werden ja vielleicht auch Freunde tun, so, ne? Trotzdem bleibt dir der Schmerz, dass dein Partner das aber nicht so sieht, ne? Und also dieser verzweifelte Versuch, Recht zu haben, bringt wirklich ganz viel auf beiden Seiten Toxizität rein. So, ne? Weil letztlich muss man mal irgendwann dahin kommen oder zumindest vermehrt dahin kommen zu sehen, ja, also wie auch immer ich das jetzt sehe, das heißt nicht, dass mein Partner das auch so sieht und das geht auch. Jetzt machen wir mal wieder den Schritt, in toxischen Beziehungen gilt das auch so. Ja, du fühlst dich vielleicht, sagst vielleicht, ja, das ist Gaslighting, was du machst da irgendwie, aber es kann tatsächlich sein, da gibt es auch Forschung zu, dass Menschen mit bestimmten Persönlichkeitsveränderungen, oder ich will es noch nicht mal sagen, Störungen, also sagen wir mal, anderen Persönlichkeitszügen, dass sie die Realität tatsächlich anders wahrnehmen. So im Dienste ihres Egos unter Umständen auch, ne? Also vielleicht ist es auch eine irreale Wahrnehmung, so, aber gut, in letzter Konsequenz gibt es das nicht, aber und ja, es kann, wie gesagt, es kann durchaus sein. Es kann sein, dass dein Partner wirklich so abgezockt ist, dass der ganz genau weiß, was er macht irgendwie. Und es auch wirklich in jedem Sinne des Wortes bewusst macht. Das kann schon sein, aber es wird auch ganz häufig so sein, dass dein Partner wirklich das Gefühl hat, das ist nicht so. Und auf seinem Planeten ist das nicht so. Jetzt fängst du vielleicht an zu diskutieren, ja, dein Planet hat noch viel mehr Wirklichkeitsverzerrungen als meiner. Ja, aber auch die Diskussion mit vielleicht in einigermaßen gesunden Beziehungen führt die vielleicht zu irgendwas, in toxischen Beziehungen führt die in der Regel zu nichts. Weil der Partner sagt, nein, das ist dein Planet, ist irgendwie komisch. Dein Planet heißt Empfindi heißt dein Planet. Auf deinem Planet ist alles so wahnsinnig empfindlich und sensibel, ne? Dein Planet ist falsch. Ne? So, ist ja gar nichts, hab ja gar nichts gemacht, war ja gar nichts, ne? So. Weil sozusagen zu sagen, ja, du hast recht, wird wieder das Ego so stressen irgendwie, ne? Oder wird das ganze Weltbild oder wird ja sagen, okay, Gott, Hilfe, jemand kritisiert mich und ich bin falsch und das halte ich ja vielleicht so im narzisstischen Modus überhaupt nicht aus, dass ich falsch bin, ganz schlimm und aber auch der Pluspol, wie gesagt, wenn man aus diesen toxischen Beziehungen rausfällt, dieser, ja, was immer, das ist ja bei vielen immer wieder dieser Wunsch, nochmal zu reden, nochmal zu reden, wenn man es nicht fassen kann. Wie kann jemand die Welt so anders sehen als man selber und man dreht dann häufig wirklich noch unter Umständen mehrere Runden, nur weil man es nicht aushält, dass jemand so eine völlig veränderte Wirklichkeitswahrnehmung hat, die einem doch so wehtut. Und wie kann jemand eine Wirklichkeitswahrnehmung haben, die einem wehtut, wenn man noch in einer Beziehung ist? Und diese ganzen
Sachen, die versucht, da wieder Konsistenz reinzubringen, ist verständlich, aber hält einen halt häufig in diesen toxischen, süchtigen Schleifen so, ne? Und das ist wirklich ein echten, braucht man echt viel Mut, auch inneren Mut, zu sagen, ja, ich kann da nichts machen, ich kann es nur für mich bewerten. Und muss akzeptieren, dass der andere es anders sieht. Und ich sehe das auch ganz viel, ich meine, das wisst ihr selber, ich sehe das auch ganz viel auf Social Media. Das ist ja also teilweise auch unter meinen Social Media Posts, aber bei anderen eigentlich, also sowieso eigentlich überall. Das hat jetzt eigentlich mit meinen Posts eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ups, haben wir es ja wieder. Also überall eigentlich, dass ich sehe, ja, also da, dann schreibt man vielleicht irgendwas und irgendeine Meinung und dann, okay, derjenige, der dann diesen Kanal vielleicht gerade hat, das wird ja noch, also dem folgt man ja auch, und die Meinung ist ja auch interessant und dann schreibt vielleicht jemand von den Zuschauern, schreibt darunter eine andere Meinung oder sagt das ja so und so und dann kommt der nächste schon wieder runter, nein, das kannst du doch nicht so sehen irgendwie. Wie kannst du das so sehen? Ist doch ganz anders. Und dann kommt der nächste und der nächste und der nächste. Und das kann man dann manchmal auch, also wie gesagt, das ist total menschlich, das auch gar nicht kritisieren, aber das ist Teil halt dieser ganzen Dynamik, dass man so sich dann in die Wolle kriegt, wieder wie, ja, aber das ist doch, weil das ist, was weiß ich, bei, keine Ahnung, nach toxischen Beziehungen, muss man Traumatherapie machen, keine Traumatherapie machen, Traumatherapie da machen. Dieses, jenes, nein, aber der sagt doch dies oder jenes. Wo es manchmal, das wäre vielleicht Nachdenkpunkt heute mal, also ich kenne das auch total, wie gesagt, ne, kann das super verstehen und sage auch gar nicht, dass ich das, kriege das glaube ich auch ganz oft nicht hin, aber ich habe für mich, das ist ein Thema, wo ich für mich gerne immer wieder gucken möchte, wo es vielleicht manchmal besser wäre für uns alle zu sagen, ja, der andere hat halt eine andere Meinung und sieht das ganz anders und das ist okay. Ich mag es nicht oder ich hätte gerne, dass andere es auch so sehen wie ich, aber ich kann für mich sagen, und das ist auch, denke ich, ein Prozess, wo man immer wieder autonomer werden darf, ich darf für mich sagen, ich sehe die Wirklichkeit so. Nehmen wir mal das Beispiel Zwillings, sagen wir mal Zwillingsseelen. Ja, der eine sagt vielleicht, ja, es gibt Zwillingsseelen. Und eigentlich sind alle toxischen Beziehungen Zwillingsseelen. Der andere sagt vielleicht, das ist so ein Quatsch, gibt's überhaupt nicht. Und der dritte sagt vielleicht, ja, es mag vielleicht Zwillingsseelen geben, aber trotzdem ist eine toxische Beziehung eine toxische Beziehung, so. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, wo man sich dann auch, wie gesagt, auf anderen Kanälen, die Leute dann total aufreiben. Aber letztlich, man hätte es so gern, dass es einen Konsens gibt. Und wenn man mal so einen Konsens hat in so einer Gruppe, ist das ja auch total schön. Dann sind wir auch gerne in diesen Gruppen. Aber letztlich weiß keiner genau, wo er steht oder wie weit er ist oder und ja, klar, man möchte dann immer gerne auf andere, man guckt vielleicht zu manchen Menschen hoch und man denkt, die sind weiter und wenn man die dann kennenlernt, denkt man, what the fuck, zu scheiße, die haben die gleichen Probleme oder man guckt nach unten, also vermeintlich nach unten und sagt, ja, da bin ich ja schon viel weiter und liegt vielleicht auch falsch oder liegt vielleicht auch richtig und genau, das ist der letzte Punkt, den ich noch sagen würde dazu. Es ist ja auch egal, also jeder von uns ist gleich viel wert oder also jeder von uns ist gut genug, auch wenn er vielleicht, also auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben und auch wenn man vielleicht mal, wenn man so will, irgendwie falsche Meinung oder sich mal vertan hat oder Unrecht hat, ja, dann kann man ja sagen, ja, ich stimmt, habe Unrecht gehabt und bricht einem ja auch keinen Zacken aus der Krone. Es sei denn, das Ego kickt da wieder rein. Da sind wir wieder bei so einem Entschuldigungsthema, dass es viele Leute gibt. Das ist schon, sich zu entschuldigen, ist schon so gefühlt der Tod des Egos irgendwie. Ja, das ist, dann wird es schwierig. Aber nochmal, auch da sollten wir, können wir für uns bewerten, ja, dieser Mensch tut mir nicht gut. Aber ich kann trotzdem, oder ich kann dann auch Grenzen setzen, kann sagen, möchte ich nicht. Nein, ich möchte mich jetzt nicht weiter verletzen lassen von dir. Und trotzdem dem anderen Menschen, also zumindest in Gedanken, sagen, ja, okay, dann dir geht es einen Weg weiter, ich kann dich nicht retten. Ich glaube, wenn wir das hinkriegen, das wäre echt cool. Freue mich über Kommentare. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.